Also die neue Tafeltrailbahn beginnt erstmal mit einem Drop von unserem Hauptdachhüttenhaus. Den bauen wir jetzt erstmal. Also ich habe den natürlich jetzt schon gebaut. Den baue jetzt dann weiter. Aber ich habe da letztens auch gefilmt. Und das kommt jetzt. Puh. Ich habe jetzt da einmal so einen Baum gefunden. So einen jungen Toten. Der war, ist total trocken innen. Der hat irgendeine Krankheit gehabt, keine Ahnung. Und die Balken habe ich noch bei einem anderen Projekt gefunden. Das bauen wir mal den Drop hoffentlich. Schauen wir mal, was das wird. Also 4 Meter Anfahrtsrampen, wo man treten soll. Und dann lässt er da ein bisschen überstehen, dass wir das untere spannen können. So, also ich habe jetzt da die 2 Balken hergelegt. Da werde ich jetzt bei dem da, weil der ist eh zu lang und der ist unten schon dick, ein Stückchen abschneiden. Dann hat er ein bisschen versucht zu halbieren oder eine gerade Fläche abzuhacken. Und auf der anderen Seite werde ich eine kleine Kerben reinschneiden und dann den da drunter legen, dann wird der gleich hoch, hoffentlich. Yes! Ha! One hit! Geil! Jetzt muss da kerben einer. Alter, das hat jetzt geil funktioniert, das freut mich jetzt. Alter, geil! Also, kerben einer schneiden und schauen, ob wir das oben einbauen können. Jo! Ziel ist ja, die auf gleicher Höhe bringen. Das ist jetzt Zaubertuch. Aber das ist wirklich. Kenne ich mit denen. So. Und da müssen wir jetzt eine Kerbe rein. Und außerdem rollt der dann nicht mehr weg. Das ist, keine Ahnung, Win-Win-Situation. Oder wie man das sagt. Aber, da der auch nicht wegrollen sollte, brauchen wir ja da auch fast was einer. Da muss ich das gleiche mit dem auch noch machen. Ah, geht doch. Schneiden wir einfach da ab, dann haben wir die Stücke. Gut. Schauen wir mal. Also wenn wir den mal Kerbel verpassen, dann fängt es gleich hoch. Also, das ist durchaus akzeptabel von der Schräge. Jetzt schon mal. Also das ist schon mal gut. Die drehen sie nicht mehr, also nicht mehr viel. Wenn wir noch ein Brett drauf kommen, dann ist es sowieso egal. Dann springt man einigermaßen gerade runter. Springt der Safe auf. Alter Tobi! Abbauen! Was machen wir jetzt schon am Sonntag? Das ist aber so Sonntagsarbeiter.